Moinsen, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Q&A zusammen mit Giant Software, dem Landwirtschaftssimulator 22 und um einer Wenigkeit sowie der Community, die ja wieder mal mega Fragen rausgehauen haben. Also wirklich richtig, richtig geil. Ich habe keine Ahnung, ich habe über 200 Kommentare, über 12.000 Aufrufe aufs letzte Q&A und richtig gute Sachen mit auf jeden Fall tollen Antworten. Das ist schon mal vorneweg gesagt. Der Landwirtschaftssimulator 22 erscheint ja noch in diesem Jahr, viertes Quartal für alle gängigen Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox One XS, PC, Mac, Google Stadia. Und ich freue mich drauf. Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Wenn euch das Video gefällt, ihr wisst, wie es geht. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, um mich zu supporten, um diesen Kanal nach oben zu treiben. Kostenfrei gerne abonnieren, Glöckchen aktivieren und dann nie wieder solche Q&As hier zu verpassen. Und am Ende des Videos seid natürlich ihr wieder gefragt, aber bitte wirklich am Ende. Erstmal jetzt das Video genießen, schreibt eure Fragen in die Kommentare und dann werde ich mal schauen, was ich da wieder organisieren kann für ein weiteres und gängiges Q&A. Das wird jetzt so lange laufen, ja, bis der LS22 released wird. Also vorher werde ich mit diesen Q&As auf jeden Fall nicht aufhören. Ich habe mir da viel vorgenommen und ich freue mich echt drauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in das Q&A. Hab euch im Hintergrund mal ein kleines Let's Play vom LS19 hinterlegt. Wurde sich ja dementsprechend oft gewünscht jetzt, dass ich auch mal ein Gameplay zeige, während ich euch das Q&A präsentiere. Frage Nummer 1. Könnt ihr euch vorstellen, auf einer Partnerschaft mit einem echten Klamottenhersteller einzugehen für den LS22, falls dieser anfragen würde? Entschuldigung, dass ich da lache. Ich fand diese Frage sehr, sehr lustig. Das Krasse ist, diese Frage hat über 100 Likes bekommen. Das war die beste Frage wohl im letzten Q&A oder die beliebteste, die wirklich mit über 100 Daumen nach oben bewertet wurde. Und das sagte mir, okay, anscheinend wollen wirklich viele mit echten Klamotten herstellen, den LS19 genießen oder den LS22 in dem Fall. Also es ist nicht mehr mit, ich steige jetzt in den Phantom Vertraktor. Nee, meine Person davor muss natürlich auch passend gekleidet sein. Also schön Arbeitsklamotten anhaben, eine Cappy auf, am besten noch ein paar AirPads in den Ohren und sowas. Ach, weiß Gott, was es da alles geben könnte. Fand ich ganz, ganz lustig, diese Frage. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. Chris hat auch ein bisschen geschmunzelt. Hat aber eine klare Antwort dazu gegeben. Grundsätzlich, wenn eine Firma anfragt, sagen wir nie pauschal nein. Es ist halt eher eine Frage von, passt es ins Spiel oder hat es einen Nutzen für die Spieler? Ich weiß, an welchen Klamottenhersteller ihr jetzt denkt. Ihr dürft auch gerne dran denken. Ich werde ihn jetzt nicht sagen. Ich mache hier keine Fremdwerbung, wie auch immer, wie man das nennen will. Ich will kein Marketing hier produzieren. Ich weiß aber, was ihr meint. So, den Nutzen hätten wir klar. Wir könnten eine schöne Arbeitshose anziehen, einen schönen Pullover, eine Cappy noch aufsetzen, vielleicht noch ein T-Shirt oder eine Weste und so. Ich weiß, was ihr meint. Giant selber sagt da grundsätzlich nicht nein zu. Man fragt sich wirklich, ob es passt. Und dann fragt man sich natürlich, glaube ich, auch, lohnt sich diese Arbeit oder können wir nicht einfach unsere eigenen Klamotten machen? Ne, gibt ja die Kappen mit FS oder Alice, was da draufsteht, und die ganzen Partner hier. Klaas, okay, Klaas jetzt leider nicht, aber Fendt, John Deere und sowas, das gibt's ja auch schon alles. Und es gibt ja sogar eine Weste oder ein Hemd, was die Person im LS19 trägt in Fendt oder John Deere Farbe. Das geht ja alles schon bereits. Deswegen warten wir da, ich würde sagen, grundsätzlich einfach mal ab. Vielleicht wird es ja weiterentwickelt. Es wurde auf jeden Fall schon bestätigt, dass die Charaktererstellung erweitert wird. Und deswegen hoffe ich auch, ich glaube, es könnte auch Hoodies und so geben. Also man hat zumindest auf einem der Bilder gesehen, dass da einer einen Hoodie anhat. Also einen Kapuzenpullover. Bin ich echt gespannt, wie das Ganze auslaufen wird. Frage Nummer 2. Wann wurde das erste Mal am LS22 gearbeitet? Seid ihr da schon seit dem letzten Jahr dran oder erst jetzt aktuell? Vor wenigen Wochen wurde der LS22 released. Beziehungsweise nicht released, sondern angeteasert. Er wurde verkündet, dass er dieses Jahr noch erscheinen wird. Und jetzt fragt man sich natürlich so, ja, das kann ich auch verstehen, seit wann weiß das Giants eigentlich? Spielen die mit dem Gedanken schon sehr, sehr lange? Sind so zum Beispiel seit 2021 und sind da schon am Wursteln oder nicht? Oder wirklich erst jetzt ganz brandaktuell? Und da sagt Chris mir zu, das kann man schwer auf einen bestimmten Punkt festlegen. Planung, was in den nächsten Game kommt, geht schon los, wenn das vorige Spiel released. Gerade in der Launchphase, 1 bis 3 Monate nach Launch, wird dann genau recherchiert, was funktioniert bzw. was verbessert werden muss, was dann mit einem Patch lösbar ist und was in einer tiefen, greifenden Änderung benötigt. Also, der LS19 wurde quasi released. Und dann ging schon die Planung für das nächste Game vorneweg. Und zwar
wird man dann ja Auswertungen vornehmen. Das bedeutet, ihr als Community könnt ja auch Probleme einreichen und Giants hat ja das ein oder andere Update dabei gebracht. So, dann gibt es entweder ein Update, um das und das zu beheben. Wenn Giants aber selber bemerkt, okay, wir können dieses Problem jetzt nicht mit einem Update machen, das müssen wir komplett neu erstellen. Das sind dann schon die ersten Punkte für das neue Game. Also quasi hat der LS22 mit der Planung schon vom Release des LS19 begonnen. Da war halt nur nie klar, wann bringen wir es, weil dann hat Giants ja gesagt, jetzt machen wir erstmal DLCs für den LS19 und verschieben das Ganze. Das heißt jetzt, wenn jetzt zum Ende des Jahres der LS22 released wird, dann wird natürlich schon wieder eine Auswertung gemacht, was kann man mit einem Update machen und wo muss man vielleicht in den LS23, 24 oder in der weiteren Zukunft mit eingreifen, um da ein neues Game draus zu machen. Und da kann es natürlich dann direkt sein, dass es direkt weitergeht. Ne? Dass direkt schon dann der LS23, 24, wie auch immer er heißen wird, dann schon in der Planung ist, zumindest schon mal Sachen, Infos dazu zusammengesammelt werden, um was zusammenzustellen. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Das ist eine gute Antwort. Also Chris, mega, Dankeschön. Also das hat mir persönlich wirklich sehr weitergeholfen, einfach mal zu wissen, wie ist da überhaupt die Planung, so in der Zukunft gesehen, von so einem großen Spielehersteller. Frage Nummer 3. War das schon der komplette CGI-Trailer oder nur ein Ausschnitt? Es geht um diesen wunderschönen Trailer hier, der damals released wurde oder angeteasert wurde zum LS22. Ich glaube, er geht 8 Sekunden. Da steht einfach nur Farm Simulator 22, Quartal 4 und für was das alles kommt, ne, Xbox XS und PS5 und so weiter und so fort. Und das war schon der Trailer. Und ich glaube, 8 Sekunden ging der. Und jetzt fragt er natürlich so, ist das alles oder nur ein kleiner Ausschnitt? So, ich muss mich korrigieren, es ist kein CGI-Trailer, es ist ein Teaser. Und zwar, wir nennen so etwas einen Teaser-Trailer, beziehungsweise nur ein Teaser. Also es ist kein CGI-Trailer. Im LS19 damals war... Im LS19, also das sind schon CGI-Trailer. CGI-Trailer sind hochentwickelte Trailer, die nichts mit einer Ingame-Grafik zu tun haben. Ihr habt ja selbst gesehen, der sieht schon sehr realistisch aus. Und so war das auch mit dem LS19-Trailer, wo der Hund auf dem Pickup mitfuhr, wo wir gedacht haben, oh, cool, wir können den Hund auf den Pickup laden. Nein, das war einfach nur ein CGI-Trailer. Und da ist es auch so, weht die Kappe jetzt durch den Wind? Nein, ich denke mal nicht. So, es ist also ein Teaser. Dies ist sozusagen ein Appetithappen, ein sehr kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Sagt mir, da könnte noch was kommen. Es ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack, von wegen so, hey, wir releasen bald den LS22, bleibt auf dem aktuellsten Stand. Dass dann Giants hingeht und sagen wird, ja, das läuft jetzt so nach und nach an. Ich bin mal echt gespannt, ob man da noch ein bisschen was mehr von bekommen. Also ein, zwei Trailer fände ich schon noch geil, ne? Ihr wahrscheinlich auch. Frage Nummer 4. Wird es möglich sein, dass PS5 und PS4 online zusammenspielen können? Warum frage ich jetzt exklusiv PS5, PS4? Natürlich darf sich auch der Xbox One und XS angesprochen fühlen. Es geht einfach nur darum, ob die alte Generation mit der neuen Generation von Sony beziehungsweise abseits von Microsoft zusammenspielen können. Weil da fragen sich schon viele schon, ihr habt ja eine PS5 und der andere mein Kumpel hat eine PS4. Muss der sich jetzt wirklich die PS5 kaufen? Dazu kann ich euch aber leider bisher nur sagen, Infos zum Multiplayer werden wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Also jetzt momentan leider noch keine Infos, was dieses Zusammenspielen dieser zwei Plattformen angeht. Übrigens Crossplay, Curseplay, wie auch immer, das sowieso noch nicht. Da gibt es auch absolut gar keine Infos. Aber man fragt sich natürlich jetzt so, Sony, PS5, PS4 und Microsoft, Xbox One und Xbox One XS. Ob die zwei zusammenspielen können, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Ich kann es mir aber schon vorstellen, weil die PS5 ist ja auf jeden Fall abwärtskompatibel. Aber wir warten mal ab, Leute. Ich kann jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Aber natürlich wäre es schön, weil ich spiele ja auch den LS22 nach wie vor auf Konsole und möchte natürlich auch, dass ihr dann alle mitspielen könnt. Das ist mir besonders ganz, 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 ganz wichtig, dass wir nach wie vor, egal ob PS4 oder PS5, zusammenspielen können. Frage Nummer 5. Eine sehr geile Frage von lieben Johnny, das weiß ich noch. Das Cover vom LS22 scheint ja noch nicht festzustehen. Können Fans Vorschläge einreichen oder wickelt ihr sowas komplett selbst? Und wenn, wie entsteht so ein Cover? Das ist tatsächlich so. Auf der Giants Store-Seite ist zwar der LS22 gelistet, es ist aber kein Cover zu sehen. Das ist einfach nur so grau-blau, nicht mehr, nicht weniger. Und ja klar, da stellt sich jetzt die Frage, wie sieht das Ganze mit diesem Cover aus? Können wir da vielleicht was mitmachen?
oder macht das Giants so komplett in Eigenregie? Und da habe ich eine richtig krasse, ausgiebige Antwort zu bekommen. Machen wir selbst, aber natürlich können Spieler immer Feedback einreichen. Eine Sache, die man hier halt bedenken muss, ist, dass das Cover natürlich einen Bezug auf den Spielinhalt haben muss. Zum Beispiel hatten wir ja beim 19er einen John Deere auf dem Cover. Wisst ihr, ne? LS 19 ist John Deere ganz frisch mit reingekommen, packt man natürlich einen John Deere auf das Cover. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil das die größte neue Marke war, die ins Spiel zusätzlich integriert wurde. Aber es geht nicht nur um einen neuen Hersteller, sondern auch um dessen Bekanntheitsgrad. Und vor allem, welche Landmaschinen wir eben zu welchem Zeitpunkt auch schon zeigen können. Dazu kommt dann natürlich auch noch der generelle Wiedererkennungswert. Wenn du im Laden stehst, erkennst du im Grunde sofort unsere Boxen, ohne den Titel des Spiels überhaupt zu lesen. Unterm Strich fließt sehr viel Arbeit und Abstimmung in das Covermotiv, sodass der Entstehungsprozess in der Regel einige Monate dauert. Also ganz kurz gesagt, LS19 John Deere wurde im CGI-Trailer gezeigt, die Fans sind ausgerastet, auch ich. Bedeutet, John Deere kam in den LS19, zack, John Deere auf dem Cover. LS15 war es, glaube ich, in New Holland. New Holland war da wirklich groß vertreten. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich geil. Und das ist quasi der Hintergrund dahinter. Jetzt kann es natürlich sein, LS22, ja, gibt es einen neuen großen Hersteller? Es kann ja auch wirklich sein, dass Klaas fester Bestandteil des LS22 wird. Dann kann ich mir vorstellen, dass die einen Klaas da drauf packen, weil Klaas hat einen Bekanntheitsgrad. Klaas ist die größte, neueste Marke, die als letztes im LS erschienen ist. Und zwar mit Platinum im LS19. Das war ja nach dem Release des LS. Da kam John Deere und dann kam Platinum mit Klaas. Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht wieder mit aufs Cover packen. Oder vielleicht auch was komplett anderes. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man sagt, das lest ihr ja selbst hier in den Textnachrichten, da kommen viele Sachen zusammen, die diese Entscheidung widerspiegeln müssen, um zu sagen, jo, wir wollen dieses Cover oder wir wollen dieses Cover, wir machen das so oder wir machen das so. Deswegen denke ich mal, wir müssen uns noch mal ein bisschen gedulden, wie das jetzt genau aussehen wird. Jetzt momentan, wie gesagt, ist das Cover noch unbelegt. Ich bin mal gespannt, was es geben wird. Und, also mein Favorit wäre ganz klar, muss ich jetzt ehrlich gestehen, wäre tatsächlich ein Klaas vorne drauf. Wir hatten durch die Platinum den Xerion 5000 vorne drauf bekommen, das denke ich mal kennt ihr. Und, bei der Premium Edition, die gibt es ja auch, war zum Beispiel der große John Deere, der Kettenbetriebene mit drauf. Da gibt es viele, viele verschiedene. Also, ich finde das schon echt cool. Aber Klaas wäre schon mal so einen schönen Axion oder so damit draufpacken. Ich bin mal gespannt, was es sein wird. Vielleicht wird es auch was komplett anderes, weil es kann ja auch sein, dass noch ein neuer großer Hersteller reinkommt. Ich weiß zwar jetzt nicht genau was. Vielleicht kommt ja auch Deutz wieder im großen Umfang dabei. Dann kommt da vielleicht ein Deutz drauf. Leute, lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Sobald das Cover feststeht, werde ich euch dort aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und in diesem Zuge muss ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Das war's mit diesem Q&A. Ein weiteres ist im Kasten, Leute. Denkt an das Däumchen nach oben und jetzt gerne mal kommentieren mit den Fragen, die ihr habt. Ich werde natürlich wieder alle Kommentare durchlesen und die besten wieder rauspicken und Giants dann selbstverständlich mal zur Verfügung stellen und hoffen, dass ich ein paar Antworten bekomme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Q&A oder in den nächsten Livestreams hier zum Farming Simulator 22. Bis dann, Leute. Macht's gut, ich bin raus. Tüdelü und tschüss.